Hallihallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Epona ist total happy und wir auch. Und wir haben immer noch dieses eine Ding ausgerüstet. Was ist das denn? Ich hätte gerne dich dort und dann hätte ich gerne... Was habe ich da immer? Die Pfeile, oder? Nee. Ach ja, den Hammer, genau. So war es gewesen. Bei diesem Zertifikat gibt es angeblich einen Bug, weil man das irgendwie in eine Flasche stauchen kann oder so in der 64-Version. Weiß ich nicht, was das sein soll, aber angeblich gibt es da einen Glitch. Und wir gehen jetzt weiter. Tja, jetzt sind wir bei der Gerudo-Festung. Und vor der habe ich auch so ein bisschen Bammel, um ehrlich zu sein. Was genau der Grund ist, warum ich die auch eigentlich meide. Aber egal. Hier haben wir auch noch nicht alles Galtulas, das ist ja doof. So, wir gehen jetzt erstmal hier vorbei. Ist so gefährlich? Oh Gott, ich kann nicht zielen mit dem Ding. Ist so weit. Oh Mann! Okay, kann ich dir nicht wehtun? Halt, bleib wo du bist! Ja. Das war mir relativ klar, dass mir genau das passieren würde. Deswegen habe ich versucht, sie mit Pfeilen zu erschießen. Gebracht hat es nichts. Weichei, hinein mit dir und halt die Klappe! Ja, diese Gerudo-Kriegerinnen, die sind nämlich ein bisschen asozial. Die sind nicht der Meinung, dass sie mit uns machen können, was sie wollen. Genau deswegen sperren sie uns ein. Weil sie mit uns machen können, was sie wollen. Ist ein bisschen doof. Und jetzt müssen wir halt gucken, wie wir hier rauskommen. Das ist aber relativ easy. Dieses Holz hier ist super, was das angeht. Können wir hier irgendwie weiter... Wie ist denn das? Ich habe da jetzt den weiten Interhaken. Komm ich da hin? Muss doch da hinkommen. So knapp. So knapp! Das haben sie ja gemein gemacht. Weiter kann ich nicht gehen. Das muss gehen. Das muss gehen! Ich will da hin. Alter, ernsthaft? Och Mann! Wie gemein. So, ich weiß jetzt auch gar nicht, wo wir hin müssen. Wir sehen hier viele Möglichkeiten zum Klettern. Und was ich eben weiß... Man kann die schon ausschalten. Zwar so. Uiuiui, aber man muss halt auch treffen. Uiuiui. Gott! So, so geht das. Und jetzt sind die halt erstmal verwirrt. Oh, hätte ich das gewusst, ne? Wo geht's denn hier lang? Ich weiß es nicht, deswegen gehe ich jetzt mal hier lang. Jetzt sind wir im Diebesversteck. Das ist, soweit ich weiß, sogar ein kleiner Mini-Dungeon. Ne, ist es nicht. Okay, auf der Seite ist nix. Nein, du Idiot, du sollst dich knien! Wir müssen uns hier jetzt im Endeffekt verstecken. Und die dann im richtigen Moment wegsnipern. Ja, das ist ein guter Winkel. Ich habe halt jetzt schon einfach 20 Pfeile verloren. Das ist ganz, ganz schlecht. So, sehr schön. Okay, hier kommen wir raus. Was ist hier hinten? Wo? Fuck, ey. Was? Da war noch eine? Och, jetzt hör mir doch auf, ey. Oh, Mann. Ja, das ist das Nervige daran. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss, weil ich die Festung nicht kenne, aber ich weiß, dass das extrem kacke wird, alles noch. Ja, letztes Mal ist es mir gelungen, da hochzuspringen. Dieses Mal geht's auch richtig gut. So, sehr schön, dann gehen wir mal hier rein. Ich weiß jetzt schon, dass das alles ultra scheiße wird. Da ist doch schon wieder eine, ne?
2. Kann ich dich denn auch so weghauen? Natürlich kann ich das nicht. So, jetzt liegt ihr wenigstens beide an einer Stelle. Was ist hier oben? Sehr schön. Das ist genau, was ich brauche. Und weg. Hier ist nichts. Toller Witz. Noch liegen sie beide, also weg wieder. Oder ist hier sonst noch was? Nee, hier ist sonst nichts. Ah, das ist ja wohl... Soll das so eine Art Verarsche sein? Hier ist nichts. Hm. Das ist jetzt der Witz da dran, oder was? Kann ich wenigstens die da erledigen? Oder ist das eher so ein No-Go? Also, man kann die einfrieren. Oh Gott. Alter, zähl doch einfach, Mann. Was ist denn, Navi? In der Wüste wurde Ganondorf der Großmeister, bla bla bla. Vielleicht finden wir da was. Ja, finden wir. Wenn wir mal durchkommen. Gehen wir mal hier links. Vielleicht ist da ja was. Ein Gefängnis? Cool. Hey, Kleiner. Dich meine ich. Schau mal hier in der Zelle. Ich hol mir erstmal hier was. Geld und Pfeile. Okay, Pfeile sind gut. Das ist jetzt nicht so wichtig. Tschüss. Ja, ich fürchte, ich muss dich wahrscheinlich befreien, gell? Ich weiß zwar nicht, woher du kommst, aber du musst ganz schön mutig sein, wenn du dich an den Wachen vorbeitraust. Meine anderen Kumpels sind auch irgendwo eingesperrt. Befreie uns bitte mal. Ja, sei mal vorsichtig, hier gibt's jede Menge Gerudo-Wächterinnen. Ey, pass auf! Nerv mich nicht. Was?! Alter, ich krieg hier gleich die Krise. Was ist denn das für ein Scheiß? Oh nein, du darfst dein Schild... Ach, ich hatte mein Schwert draußen. Das zählt dann nicht als Schild oder was? Und ein Treffer reicht... Ach komm, ey. Jetzt muss ich die wieder ausschalten. Ach, leck mich doch, Mann. Weg mit dir. Hallo, ich hab dich getroffen. Kannst du mal bitte sterben? Danke. Das Risiko gehe ich nicht ein. Und tschüss. Dann halt noch einmal. Ich glaube, das Picoron-Schwert ist hier nicht hilfreich, weil man damit nicht verteidigen kann. Hm. Aber okay, solange ich hier jeweils mehr Pfeile kriege... Ich versuch's noch einmal mit dem Schwert, aber solange ich... Weg mit dir. Oh oh. Nein! Boah, doch! Gerade noch so, Alter. Oh, gut, 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 die ist weg. Sehr schön, und sie droppt einen Schlüssel. Ach du Scheiße, ist das gemein, ey. Man muss jedes Mal wieder von vorne anfangen, wie oh Mann. Ja, wenigstens habe ich jetzt wieder Pfeile. Also hier kann man Pfeile hochfarmen. Das gefällt mir sehr gut. Dass man jetzt Geld bekommt, ist mir eher unwichtig. Ich möchte das nicht, aber naja, was soll ich tun? Bist du hier, um mich zu retten? Alter, oh, das ist ja wirklich nett. Ich bin John, der Zimmermann. Wir wollten uns eigentlich den Gerudo-Kriegerin anschließen, aber dann haben sie uns eingesperrt, weil wir Männer sind. Das war ganz schön dumm von uns. Naja, jetzt wollen wir lieber wieder heim. Diese Gerudos sind schrecklich ungehobelt. Drei meiner Kumpels sind hier noch eingesperrt. Befrei die mal bitte. Oh Gott. Drei Stück und es gibt keine Möglichkeiten abzukürzen. Und du bist gerade in den Tempel reingelaufen, du Idiot. Da geht's raus. Oh Mann, ey.
Ich bin hier? Hä? Ja, wo muss ich denn dann hin? Sehe ich natürlich von hier nicht. Von hier sehe ich auch noch nicht. So, sehr gut. Das war wichtig. Ich hab doch hochgemacht, Junge. Was willst du denn? Oh nein. Okay, ich gebe das auf. Ich lasse mich hier einfach erwischen. Ja, ja, halt die Fresse. Ich weiß schon. Das war mir schon bewusst. Ja, ja. Aber das ist da unten von da unten. Das ist eine sehr ungünstige Ausgangsposition. Das ist hier oben viel besser. Weil man sie hier wegsnipen kann. Okay, wahrscheinlich muss der links rein. Das ist ganz schön scheiße. Ich hasse diese Mission jetzt schon. Sehr schön. Wunderbar. Kann ich dich niedermetzeln? Du bist gefährlich. Okay, der kann dir nichts tun. Dann schnell hier rein. Ich will gar nicht wissen, wo ich hier eigentlich hin muss. Ich warte hier jetzt. Oh nein, da ist schon wieder so ein Gefängnis. Oh nein, ey. Ein Treffer heißt halt wieder Gefängnis, weshalb kann ich vorher Krüger irgendwas? Nichts. Oh Mann. Hey Kleiner, dich meine ich. Ach so, das ist der Typ wieder. Selbe Welle, selbe Stelle. Alter, ich weiß zwar nicht, woher du kommst, aber ich habe genau denselben Text wie der andere Typ, ja. Wie der John, du weißt schon, jedenfalls, wir sind hier auch irgendwo eingesperrt. Befrei uns mal bitte alle, aber ja, übrigens, hier gibt's jede Menge von diesen Gerudo-Wächtern. Hinter dir ist zum Beispiel eine. Okay. Oh oh, nicht, dass das auf Zeitlimit ist. Nein? Wie soll das gehen? Oh, wow, wow, das war knapp. Kann ich dich nicht sonst irgendwie abhauen? Eine Gerudo-Kriegerin, attackiere sie, so wie sie ihre Deckung vernachlässigt und hüte dich vor ihrer Spezialattacke. Hä? Okay. Okay, das geht. In dem Fall leck mich. Weg mit dir. Okay, nur wenn sie angreift. So, sehr schön. Bleib mal schön weg. Sehr schön. Wie viel braucht die denn? Verdammt. Okay. Nein. Nein. Dafür halt auch nicht mal eine Peile verlieren. Es ist nicht mehr viel. Sehr schön. Was? Was?
Wie? Wie? Wieso? Alter! Nee! Toll. Aber Hauptsache alle meine Pfeile weggenommen. Und da durch mein Schild durch. Ganz klar, Mist, ich bin eine blöde, behinderte Kuh. Boah, ey. Och, Mann, was ist denn das für eine Scheißquest, Mann? Ein Treffergefängnis, ja. Schön. Boah, Alter, verreck, du blöde Ziege, ey. Da, so. Ich geh jetzt da rein und hol mich und och, Mann, ey. Einfach weil es hier Pfeile gibt, ey. Weil irgendwie muss man die ja bekommen. Jetzt gehe ich hier wieder raus. Oh, sie ist wenigstens weg von mir gegangen. Ich dachte, sie hätte mich sofort gesehen. Weil das könnte ich schon verstehen. So ein Dreck aber auch, ne? Kann ich hier auch raus oder werde ich sofort erwischt? Das ist doch der letzte Scheiß, ey. Jetzt mal ganz im Ernst, ne? Es gibt ja Quests, die machen mir Spaß, aber das ist jetzt mal ernsthaft. Das finde ich total kacke. Naja, ich hole jetzt 40 Pfeile. Wie soll man denn die besiegen? Ein Treffer ist sofort erwischt. Das ist totaler Scheiß, Mann. Kann ich mich da hochziehen? Doch, kann ich. Ach, jetzt hören wir doch auf, ey. Okay, geht hier auch irgendwo hoch? Nee. Na, da kann ich auch hochklettern. Das ist doch schon mal gut zu wissen. Es gibt ja also Wege, die man gehen kann. Weil ich diese 100 Millionen Türen sehe, ne? Vielleicht ist es möglich, dahin zu gehen. Aber ich weiß, dass da hinten eine ist. Kann ich die von hier treffen? Sehr schön. Ich kann sie von hier treffen. Dann schauen wir doch mal, ob das jetzt funktioniert, so wie ich das möchte. Ich will erstmal diese Truhe haben. Und am liebsten hätte ich auch irgendeine Möglichkeit, wie ich diese Kämpfe umgehen kann. Okay, ich gehe jetzt mal da rein. Na super, da ist noch einer. Bitte sag mir, wer wäre nächstes Mal hier reingeworfen? Da muss ich nicht diesen ganzen scheiß Weg nochmal gehen, ey. Ach Mann, ey. Das sieht mir nach besonders schwerem Kampf aus. Wahrscheinlich ist das so das Letzte, was wir eigentlich erreichen sollen. Und ja, ich weiß, dass du hier bist, also halt deine Fresse. Aber okay. Das hat doch mit den Pfeilen hier super funktioniert. Vielleicht sind Feuerpfeile ein bisschen stärker. Ja, halt die Fresse, Junge, ganz im Ernst, ne? Weiß zwar nicht, woher du kommst, aber du musst ganz schön stark sein und mutig, ja. Ach komm, warum ist denn dieser Text auch noch so langsam? Warum kann ich den nicht skippen, Mann? Leck mich. So. Ich hau dir jetzt drauf, was geht. Ich hau dir jetzt drauf, was geht. Ich hab so viele Pfeile und... Nee, leck mich. So. Nein? Oh Mann. Hehehe. Ich muss also... Wow. Das war ganz schön knapp. Ich hau dir jetzt nur Pfeile in die Fresse. Ich hab genug. Oh, schade. Oh nein, ey. Junge, so ganz ohne Schild empfehle ich dir jetzt aber nicht, ne?
Sehr schön. Nein. Ey, das ging durch ihren Kopf durch, ne? So. Nein. Nein. Ich hab vielleicht bald keine magische Energie mehr, du blöde Ziege, ey. Lass dich treffen und stirb endlich. Oh, Junge, dann daneben auch noch, ey. Oh yeah, ich hab sie besiegt. Okay. Ist mir jetzt egal, ob das eine Luschentaktik ist. Ich hab da überhaupt keinen Bock drauf, deswegen... Junge, du bist frei. Das ist wirklich nett von dir, deswegen lasse ich meinen Text immer noch nicht skippen, verdammt. Ich bin Paul. Diese Frauen hier machen mir Angst. Ich bleibe lieber weiter, Zimmermann, als mich von ihnen anzuschließen. Ich kann es kaum erwarten, wieder daheim zu sein. Zwei meiner Kumpel sind aber noch eingesperrt. Hilfst du ihnen mal bitte? Ich fürchte, ich habe wohl keine andere Wahl. Auch wenn ich das nicht so gerne möchte. Aber egal, ich kann mich hier hochfarmen. Im Idealfall geht's hier jetzt nur raus. Ja, geht's auch nur. Sehr schön. Moment. Jetzt bin ich erwidert. Och, nee, ey. Was soll das denn jetzt? Hat mir das ja gar nichts gebracht. Hä? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Das macht mich noch fertig, ey. Wenn ich die alle befreit habe, ne, dann ist schon mal sehr viel geschafft. Ansonsten, hier gab es doch bestimmt noch magische Energie, oder? Nein! Wo war die magische Energie? Oder zumindest Pfeile. Die gab es ja jetzt auch nicht. Ja, unwichtig, ey. Junge, ich will kein Geld. Ich brauche Magie und Pfeile. Vor allem Magie, aber auch Pfeile. Oh, warte, hier gehe ich besser nicht raus, weil sonst erwischt die mich sofort. Ich fahre mich da jetzt wieder hoch. Ich bin da jetzt so eiskalt. Moment, das zählt nicht als Dungeon. Das heißt, ich kann mir auch keine Rücksetzpunkte setzen, ne? Kann ich? Komm schon. Das geht doch bestimmt, oder? Ja, hier sowieso nicht. Ach, verdammt, ey. Nee, den kann ich hier gar nicht einsetzen. Und hier kann ich ihn auch nicht. Oh, Mann. Oh, das ist so gemein. Wieder keine Pfeile. Ach, leck mich doch. Das ist doch jetzt so Verarsche, oder? Na okay, Pfeile sind mir eigentlich egal. Ich brauche ja magische Energie. Was ist das denn bitte? Aber ich muss wohl darüber scheinbar. Ah, da kann ich doch drüber, oder? Das geht doch bestimmt. Ich versuche das jetzt noch. Ich lande eh wieder im Knast. Von daher kann mir das auch egal sein. Jawohl, das geht super. Und da geht's raus. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. So, und wo bin ich jetzt und was bringt es mir? Bin ich ganz oben. Ah ja. Und was bringt es mir? Aha! Zumindest das habe ich gesehen und das machen wir jetzt auch noch. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So kommt man da also hin. Na. Das zählt gerade noch so, sehr schön. So, und was ist jetzt hier bitte? Wehe, da ist jetzt nichts Gescheites, ne? Ein Herzteil. Oh, das ist schön. Das ist schön. Das ist sehr, sehr schön. Dann habe ich ja in dem Part sogar noch was erreicht. So, jetzt sind wir aber hier. Und was bringt uns das halt? Ich habe halt keine Ahnung, ne? Ich hasse diesen Dungeon. Diese Aufgabe. Es ist ja kein Dungeon, nicht mal mehr das. Es ist ja nur eine Aufgabe. So, da sind wir rausgekommen. Das wäre so das Nächste, wo man rein könnte. Soll ich da wieder zurück? Ich weiß es nicht. Da unten ist einer drin. Sonst... Darauf war ich ja schon, wenn ich mich nicht täusche. Na genau, hier habe ich mich schon hingezogen.
Ja, weiß ich nicht. Die suche ich jetzt im nächsten Part. Falls es dir gefallen hat, trotz der Fails, würde ich mich über ein Like und einen Kommentar freuen. Ebenso über ein Abo, falls ihr mich weiterverfolgen wollt. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Bis dahin, Servus! Das speichere ich jetzt sicherheitshalber, damit ich das schon mal sicher habe.